Hier war mal eine Glasplatte drauf und dann ist mir dummerweise was draufgefallen und sie ist zerbrochen. Aber ich wusste, irgendwann finde ich wieder eine neue Funktion für dieses Tischgestell und ich habe eine gefunden. Da kommt nämlich dieser Holzteller hier drauf. Den fülle ich mit Blüten, gieße das aus mit Epoxidharz und habe dann am Ende hoffentlich einen ziemlich geilen Tisch. Wenn ihr mit Epoxidharz arbeitet, achtet darauf, dass ihr den Raum gut lüftet, dass ihr Handschuhe tragt und vor allem eine geeignete Schutzmaske. Es gibt zwei Komponenten, die ihr miteinander verrühren müsst. Mindestens 5 Minuten. Ihr wollt so wenig Blasen wie möglich erzeugen. Sind dann doch ein paar Bläschen da? Einfach mit dem Bunsenbrenner drüber gehen. Ich habe hier in mehreren Schichten gearbeitet und zwischendurch immer aushärten lassen.